Freunde, was ein verrücktes Meisterschaftsfinale in England. Ich dachte schon, heute braucht man eigentlich nicht einschalten. City zu Hause gegen Aston Villa, ja, das werden sie ja wohl gewinnen. Das werden sie ja wohl easy gewinnen. Nein, Pustekuchen. Grüße von Philippe Coutinho. Der hat alles getan, um die Anfield Road heute zu unterstützen. 2:0 haben sie geführt und Liverpool unentschieden, sogar erst in Rückstand geraten in dieser Zeit. Und dann, da hätte vielleicht, man weiß im Nachhinein nicht, hätte Liverpool dann die Führung gemacht, vielleicht hätte das im Kopf von City nochmal mehr Druck gebracht, weil bis dann irgendwann mal Liverpool in Führung gegangen ist, hatte eben Man City bereits ausgeglichen und dann Ilkay Gündogan 2 Tore gemacht heute. Freut mich für ihn persönlich, freut es mich sehr, ich mag ihn sehr als Spieler und so. Aber ich muss sagen, ich hätte es natürlich Liverpool heute gegönnt, ganz ehrlich. Eine Sache verstehe ich nicht bei dem Schiedsrichter. England ist immer bekannt für ihre lange Nachspielzeit. 4 Minuten zeigt er an. Die ersten kompletten 2 Minuten hat Man City Krämpfe. Ederson liegt auf dem Boden und der pfeift pünktlich ab. Was ist das für ein Mist? Wie kann man denn in so einem Spiel pünktlich abpfeifen, wenn 2 Minuten der Nachspielzeit ein Spieler auf dem Boden liegt? Das kann und werde ich niemals verstehen. Und da bin ich wirklich für das Zeitgestoppe in der Nachspielzeit oder in den letzten 15 Minuten, anstatt dass sowas immer wieder passiert. Wahrscheinlich hätte Aston Villa kein Tor mehr geschossen, sind wir ehrlich. Aber es geht trotzdem ums Prinzip, es geht um Fairness und das gefällt mir einfach nicht. Dann wird man immer ermutigt, dass man sich als Keeper nochmal hinlegt. Ich weiß nicht, vielleicht hatte Ederson noch wirklich einen Krampf. Ich will es ihm gar nicht so sehr absprechen. Es war ein anstrengendes Spiel, aber zufällig genau zu diesem Zeitpunkt, dann stoppt die Zeit oder packt die Nachspielzeit dann noch länger. Ist dann sehr ärgerlich für Liverpool, sehr bitter. Und ja, heute war die Tür ganz weit offen. Man ist spät durchgegangen an Liverpool-Stelle und dann hat doch mal City zurückgeschlagen. Schade, schade, schade. Aber ich weiß nicht, bei Man City wäre noch, glaube ich, die Nerven blank geworden, wenn man jetzt auch noch diesen Titel verspielt hätte, nachdem man eben in der Champions League rausgeflogen ist gegen Real. Naja, eure Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.